Vor einigen Tagen war auch in Schönau-Berzdorf bei Zittau Schulanfang. Nach der Feierstunde, nachdem die ABC-Schützen ihre Lehrer, das Schulgelände und den Klassenraum kennengelernt haben, waren einige Familien auf dem Barfußpfad im nahegelegenen Mittelherwigsdorf unterwegs. Diesen Pfad gibt es seit dem Jahr 2013. Er beginnt am Sportplatz und dort endet der Rundgang auch. Die Strecke beginnt mit einem Pfostenlauf. Es geht weiter über Schotter, Geschreddertes, über Grobkies und Reisig. Kann man den Hindernissen noch ausweichen, so geht das bei der Überquerung der Mandau nicht. Da muss man durch. Ein Seil hilft dabei. Die Steine sind rutschig, das Wasser kühl und erfrischend. Auf der anderen Seite gibt es für jene, die wollen, Gelegenheit entlang von Brennnesseln die Haut besser zu durchbluten. Man kann sich aber auch auf das Balancieren auf Steinen, über Balken und Baumscheiben begnügen. Ein Stück weiter geht es zurück über die Mandau. Ein Höhepunkt danach ist eine Schlammstrecke. Kurz danach ist ein Waschplatz am Fluss eingerichtet worden. Und ganz am Ende wartet ein Grillplatz. Alles ist so angelegt, dass Gäste und Touristen dort einen guten Tag verleben können. Der Barfußweg Mittelherwigsdorf, für die Nutzung kein Eintritt verlangt wird, gilt als Geheimtipp für einen Ausflug mit Familie, Freunden und ist immer wieder Ziel von Feiern. So mancher Geburtstag ist schon am Grillplatz ausgeklungen. Die großen Flächen, Rasen und Sandflächen daneben laden zu sportlichen Aktivitäten ein. Einige der vorwiegend aus Holz errichteten Gegenstände wurden umlängst wieder instand gesetzt, die Hinweistafeln erneuert. Am Schulanfangstag waren unterschiedlich große Zuckertüten an den Tafeln angebracht.